muss Jubel damit unterbrechen, aber ganz ehrlich, noch sind die Vorstände. Wir sollten dann eigentlich mal ganz kurz zur Entlastung des Vorstands kommen, weil, nimm mal das Schild weg, das stimmt noch nicht. Macht jetzt mal die Entlastung, das mit der Entlastung und so. Ja, hoffen wir mal, dass die Glückwünsche nicht zu verfrüht gekommen sind. Ich schlage folgendes Verfahren vor, so wie es eben auch schon angesprochen wurde, in Zusammenarbeit mit einem Versammlungsteilnehmer. Ich schlage vor, folgendermaßen vorzugehen, eine politische Einzelentlastung jedes einzelnen Vorstandsmitglieds. Ich werde also jedes einzelne Vorstandsmitglied namentlich sozusagen aufrufen und meine Abstimmung über die Entlastung bitten. Und dann eine finanzielle Entlastung des gesamten Bundesvorstands, darüber dann auch eine Ja-Nein-Abstimmung. Erhebt sich gegen dieses Verfahren Widerspruch? Ich sehe das doch, da ist Nein, das sind nur Nein-Karten. Ich frage nochmal deutlich, erhebt sich gegen dieses Verfahren Widerspruch? Politische Einzelentlastung jedes Vorstandsmitglieds einzeln und dann finanzielle Gesamtentlastung Bundesvorstand. Dann ist was Blaues. Liebe, machen es einfach, wir stimmen jetzt drüber ab. Wer ist für respektive gegen das von mir vorgeschlagene Verfahren? Ich bitte um das Kartenzeichen. Vielen herzlichen Dank, Herr Verfahrenwesen. Wir kommen zunächst zur Entlastung des amtierenden Bundesvorsitzenden Sebastian Merz. Wer ist für respektive gegen die Entlastung von Sebastian Merz? Die politische Entlastung. Damit ist Sebastian Merz entlastet. Wir kommen zur politischen Entlastung des stellvertretenden Vorsitzenden Bernd Schlömer. Wer ist für respektive gegen die politische Entlastung des stellvertretenden Vorsitzenden Bernd Schlömer? Damit ist Bernd Schlömer entlastet. Herzlichen Dank. Wir kommen zur Entlastung des Bundesschatzmeisters des Amtierenden, zur politischen Entlastung des Bundesschatzmeisters. Wer ist für respektive gegen die politische Entlastung des Bundesschatzmeisters René Prosig? Herzlichen Dank, damit ist René Prosig politisch entlastet. Wir kommen zur Abstimmung über die politische Entlastung des Generalsekretärs des amtierenden Wilm Schumacher. Wer ist für respektive gegen die politische Entlastung des Generalsekretärs Wilm Schumacher? Herzlichen Dank, damit ist Wilm Schumacher entlastet. Wir kommen zur politischen Entlastung der politischen Geschäftsführerin Marina Weißband. Wer ist für respektive gegen die politische Entlastung der politischen Geschäftsführerin Marina Weißband? Herzlichen Dank, damit ist Marina Weißband entlastet. Wir kommen zur politischen Entlastung der Beisitzerin Gefion Türmer. Wer ist für respektive gegen die politische Entlastung der Beisitzerin Gefion Türmer? Herzlichen Dank, damit ist Gefion Türmer entlastet. Und wir kommen zur politischen Entlastung des Beisitzers Matthias Schrade. Wer ist für respektive gegen die politische Entlastung des Beisitzers Matthias Schrade? Herzlichen Dank, damit ist Matthias Schrade politisch entlastet. Damit haben wir, und ich glaube, ich habe niemanden vergessen, die politische Entlastung des Bundesvorstands abgeschlossen. Wir kommen zur finanziellen Entlastung des Bundesvorstands. Wie wir eben abgestimmt haben, entlasten wir den Bundesvorstand nur insgesamt entweder oder wir entlasten ihn eben nicht. Wer ist also für respektive gegen die Finanzangelegenheit, also die finanzielle Entlastung des amtierenden Bundesvorstands? Wahlleiter? Wir sind uns einig, das ist eindeutig, Nein hat eindeutig die Mehrheit, damit ist der amtierende Vorstand finanziell nicht entlastet worden. Gut, damit ist die Entlastung abgeschlossen. Ich bleibe nur vom Versammlungsleitungs nicht üblich, als euch für eure Arbeit zu danken. Ich weiß nicht, ob jetzt noch weitere Prüfungen vorgesehen sind. Ich glaube, so ein paar Fotografien können wir noch zulassen. Dann bis gleich noch zwei. Ich habe mich nicht gewöhnt. Ich habe mich nicht gewöhnt. Ich habe mich nicht gewöhnt.